willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute haben wir wieder was ganz Besonderes vorbereitet. Wer meinen Kanal aktiv verfolgt, der kennt das ja schon. Ich versuche immer alle Shinies zu sammeln, mache dann ab und zu immer so ein paar Specials, meistens so zum Eventende, wo man die Ausbeute betrachtet. Über die Jahre haben sich aber so viele Shinies angesammelt, ich habe die nicht mehr alle unter einen Hut bekommen, die vergammeln bei mir alle im Beutel. Ich habe die immer vergessen weiterzuentwickeln, wollte das immer mal in einem Video machen, habe dann auch so ein Alola-Special gemacht, wo ich alle Alola-Shinies entwickelt habe, plus Familie, dass die vollständig sind, wo ich alle Baby-Shinies gesammelt habe, mehrfach, um die zu entwickeln, die Familie voll zu haben. Irgendwann habe ich dann direkt die Generationen gemacht, da gab es 3 Spezialfolgen, alle Gen 1 Shinies plus Familienkomplett, Kanto-Special, alle Gen 2 Shinies plus Familienkomplett, Johto-Special, alle Gen 3 Shinies plus Familienkomplett, Höhen-Special. Und was kommt natürlich als nächstes, das wollen wir heute machen, alle Gen 4 Shinies plus Familien komplett, das Sinnoh-Special. Dafür wechseln wir mal in die App, jetzt hat die sich natürlich schon wieder geschlossen. Eigentlich habe ich das gerade vorbereitet, schön, und bin auch schon dahin gescrollt, wo es weitergeht. Jetzt hat sich es natürlich wieder geschlossen, ist aber nicht schlimm. Irgendwann sind wir nämlich wieder zurück im Spiel. Oh, die ist auch da, der putzt sich schon wieder. Dem habe ich gerade nämlich was zu fressen hin, zur Ablenkung, dass der mir nicht hier durchs Bild springt. Ihr seht, das WLAN ist einfach mal wieder beste. Ich glaube, am besten ist, man macht das WLAN einfach aus und wartet. Dann geht es irgendwie schneller oder die Anmeldung geht komplett in den Arsch. Och Mann, warum? Gott straft mich. Wir warten auf jeden Fall noch mal eine Stunde, bis es irgendwann soweit ist im Spiel. So, jetzt sieht es doch gut aus. Der Balken füllt sich. Wir sind gleich zurück im Spiel. Junge, da kenne ich schon wieder. Und geben mal schillernd ein. So, wir geben schillernd ein. Ganz normal nach Pokédex dann auch sortiert. Schillernd. Jetzt habt ihr hier natürlich Gen 1, Gen 2, Gen alles mögliche. Wir scrollen aber mal weiter runter. Wir müssen nämlich dahin, wo Shellast anfängt. Das ist ziemlich weit am Ende. Magnaien. Wir sind noch zu weit oben. Noch ein Stück, noch ein Stück. Wie gesagt, normalerweise hatte ich das vorbereitet. Shellast ist das erste aus der 4. Generation. Was wir brauchen, da ist es auch schon. Shellast dürfte natürlich eigentlich jeder haben, plus Familie wegen den Z-Days. Seht ihr hier, ist natürlich alles voll. Shellast, Shellcarain, Shellterra, Panflam, Panpiro, Panfero, Plinfer. Wo ich trotzdem sagen muss, Shellterra finde ich immer noch ein sehr cooles Pokémon. Das hat mir besonders gut gefallen. Den blöden Affen, Panferno. Fand ich irgendwie nicht so cool. Ich weiß, ich mag einfach keine Affen. Egal. Impoleon finde ich auch nicht cool. Ich finde trotzdem den Pflanzenstarter da am besten gelungen. Dann geht es weiter aber mit Shinnoh. Wir haben hier 4 Shinnoh und ich habe Shinnoh schon mal entwickelt, die Familie durch. Musste das dann aber abgeben für ein Shiny Elekid. Jetzt habe ich wieder welche hier. Kann also wieder welche entwickeln. Ich muss nur mal kurz gucken. Das ist getauscht, das ist auch getauscht, das ist auch getauscht, das ist gebrütet, sprich, da kann ich einen Punkt dran machen. Das ist aus der einen Forschung gewesen, glaube ich, da mache ich mal einen Punkt dran, denn dieses könnte ich noch abgeben, könnte ich noch tauschen. Die anderen 3 werden wir mal durchentwickeln, natürlich wieder so, dass das Höchste die Endstufe erreicht, das Zweithöchste die Zweitstufe und das Kleinste bleibt einfach das Shinnoh so wie es ist. Entwickeln wir also mal durch. Jetzt ist auch noch der, ich mache eigentlich immer gerne die Soundeffekte dazu an, jetzt ist, höre ich aber, ist die Musik glaube ich auch noch an, oder? Wir haben auf jeden Fall jetzt ein Luxio und machen noch ein Luxtra draus. Habt ihr auch schon Shinnoh als Shiny? Habt ihr das aus den Raids bekommen? Habt ihr das aus dem Feldforschungsdurchbruch bekommen? Habt ihr das gebrütet? Also wild gefangen habt ihr das sicherlich nicht. Das gibt es ja nicht wild, aber trotzdem. Sieht auf jeden Fall cool aus, weil das natürlich so golden ist. Das zweithöchste müssen wir aber jetzt noch vom Shinnoh zum Luxio machen.
Dann sind wir mit Shinox auch durch, beziehungsweise waren wir ja schon durch. Wir haben es dann aber wieder vollständig im Beutel als Familie. Viele machen das ja so wie Hong. Der tauscht sich halt die Shinies immer als Lucky rüber und entwickelt die einmal durch, dass er die Lucky-Einträge hat und die Shiny-Einträge fertig. Ich möchte aber die Shinies ohne Lucky-Hintergrund, dass ihr wirklich einfach die Shinies so erkennt, wie sie sind, ohne dass der Hintergrund ablenkt. Und ich möchte wirklich einen Shiny Living Dex, dass von jedem Shiny wirklich alles da ist. Knospi haben wir hier, Roselia haben wir auch, ist hier nicht angezeigt. Oh, ich mach den Ton wieder aus, ich hasse diese dreckige Musik. Roselia haben wir auch, ist hier aber nicht angezeigt, weil das ja nicht zur vierten Generation gehört. Roserade haben wir auch durchentwickelt. Ihr seht auch, wenn hier Knospi dasteht, dass Roselia auch angezeigt wird als Shiny. Gab es ja bei der Safari-Zone in Dortmund vor ein paar Jahren. Dann haben wir hier die ganzen Burmis. Das Grüne mit Entwicklung, das Gelbe mit Entwicklung, das Rosane mit Entwicklung und ein Moterbel entwickelt. Das war auf jeden Fall heftig. Dazu gab es auch eine Sondersendung. Dann haben wir hier Ambidiffel. Wir haben Driftlon weiterentwickelt zu Driftzeppli, Haspiror. Habe ich noch keins entwickelt, dann nehmen wir jetzt auch einfach das Höchste und machen da ein Schlappohr draus. Ist auch ein neuer Eintrag auf jeden Fall. Hätte man nach dem Oster-Event eigentlich machen können. Was gab es beim Oster-Event Besonderes außer Haspirohr? Ich weiß es gerade nicht. Beim letzten Mal gab es natürlich dann wieder lauter Sachen mit Blumengrenzen. Das müsste also auch schon richtig alt sein. Ist jetzt aber auch entwickelt. 17.04.2019 seht ihr ja hier. Also neuer Eintrag im Living Dex. Jetzt habt ihr hier ein paar Entwicklungen, die mit dem Sinostein waren. Traunmagil oder Kramchef. Charmian haben wir schon entwickelt. Da hatte ich das Problem, dass ich einmal ein Shiny Lucky bekommen habe und die hasse ich ja einfach wie die Pest, habe ich trotzdem erstmal durchentwickelt für den Lucky-Eintrag, habe mir dann aber natürlich noch ein normales Charmian und ein Schnurrgarst gegönnt. Dann haben wir Bronze, 3 Stück. Da sind 2 Punkte dran. Wo ist das her? Chicago, Ivar Mild, Kloster Fessra, Röhmhild, dann müsste ich, wenn ich eins behalten will und will eins abgeben, wenn ich zwei behalten will, eigentlich entwickeln wir das Höchste. Wer braucht schon Bronzel? Niemand braucht Bronzel, oder? Ihr habt alle die Bronzelstunde mitgemacht. Wir nehmen einfach das Höchste, wir entwickeln das Höchste einfach durch. Keine Ahnung. Kann sein, dass das beim GoFest letztes Jahr... Ihr wisst ja, GoFest ist ja auch immer in Chicago gewesen. Dann war letztes Jahr auch natürlich in Dortmund. Dieses Jahr wäre ja auch vielleicht in Dortmund gekommen. Chicago war ja bisher immer mit einem GoFest-Ticket. Die verschiedenen Habitate gab es auch diese Stahlfabrik, wo man vermehrt Stahl-Pokémon bekommen konnte. Bronzel und Bronzong haben wir jetzt auf jeden Fall auch fertig. Eins ist aus einem Raid, eins ist vom GoFest. Wir lassen das einfach mal so. Selbst wenn ich eins abgebe und das ist nicht das Höchste, oder ich gebe einen Bronzong komplett mal ab, wenn es sein muss, und entwickle halt das Zweithöchste durch, ist das auch so. Mobile, Pantimimi, Vonera haben wir alle schon, haben wir ja gesehen in einer anderen Folge. Kaumalat, Knaxel, Knackrack, Riolu, das war auch richtig eklig. Ich dachte mir so, yeah, endlich Riolu, dann tausche ich das. Dann ist es auch lucky geworden. Mittlerweile konnte ich es aber auf 2500 hochziehen. Konnte da ein schönes Lucario draus machen. Dann habt ihr hier noch Hippopotas. Das war auch ganz wichtig, da ihr da nämlich immer ein männliches und ein weibliches braucht. Beziehungsweise von jedem 2. Denn männlich und weiblich sieht bei dem auch so schon unterschiedlich aus. Und dann die Shinies zu den normalen nochmal unterschiedlich. So musstet ihr also 4 Shinies bekommen für die Familie anstatt 2, obwohl das ja nur eine Weiterentwicklung hat. Wir entwickeln erstmal das eine. Hippopotas zu Hippoterus. Sieht etwas giftig aus auf jeden Fall. Macht das Maul wieder auf. Jetzt müssen wir noch hier das entwickeln. Das ist jetzt das weibliche. Das wird auf jeden Fall dunkler und ich sehe, der Kameraakku ist auch gleich zu Ende. Dann wird es hier auch dunkel, deswegen stecke ich mal kurz das Kabel hinten rein. 4 Minuten. Ramses, warst du wieder unterwegs, hast wieder nicht geladen. Und es war vielleicht ein Fehler, einen Pullover anzuziehen. Hier drin ist es einfach so heiß. Mir läuft die Suppe jetzt schon wieder runter. Das sieht sogar noch giftiger aus.
Hat aber weiße Füße, richtig platte weiße Füße, es glänzt auf jeden Fall. Jetzt seht ihr hier auch Hippopotas, zwei verschiedene, Hippotherus, zwei verschiedene, Pionscora, Piondragi haben wir dabei. Pionscora finde ich auch sehr cool, sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Glibungel, zwei Stück, müssen wir auch eins entwickeln, natürlich wieder das höchste. Auch Glibungel, sehr cool, von diesem Blau zu diesem Grünlichen gewechselt. Wie im Gewächshaus, im Gewächselhaus. Auch durchentwickelt. Habt ihr schon Glibungel? Das ist sowieso eigentlich ein sehr cooles Pokémon. Auch als Toxikack mit diesem rosanen Sack, mit diesem rosanen Beutel da. Und als Gift-Kampf-Pokémon sieht man öfters mal, wenn auch Kampf-Pokémon gefragt sind, dass mit Toxikack da hantiert wird. Schneebedeck, Rex Blizzard. Da habt ihr hier auch einen Unterschied zwischen männlich und weiblich, denn bei dem einen, das hat einfach zwei große Streifen um den Bauch, wie ihr seht. Und das andere hat einen Streifen und der obere Streifen bleibt weiß. Bei der Weiterentwicklung geht es, glaube ich, danach, dass die Härchen, die ihr in der Mitte seht, die Brusthaare hier, etwas länger sind oder etwas kürzer. Da könnte ich mir auf jeden Fall noch ein männliches oder weibliches dazu holen und dann entwickeln, dass ich den Unterschied habe. Das ist jetzt ein männliches, also ein weibliches könnte man noch entwickeln. Habe ich, glaube ich, auf einem anderen Account noch eins drauf. Snibunna, Magnezone, Schlupleck, Rihonyor, Elevoltik, Magbrand, Togekiss, Yanmega. Ihr seht diese ganzen Pokémon, die man mit Sinnoh-Stein entwickelt. Fulipurba haben wir hier einmal ohne Blumenkranz und mit Blumenkranz. Glaziola ohne Blumenkranz und mit Blumenkranz. Skorkro, Mamudel, Galagladi, Zwirfinst, Frosdetje, dann Heatran. Natürlich, da ist es anders. Bei den legendären Shinies, da nimmt man auch mal einen Lucky mit. Ich versuche bei den legendären Shinies eigentlich den Lucky-Eintrag, also bei den legendären, den Lucky-Eintrag immer mit Shinies zu machen, denn wenn ihr da mal ein 100%iges bekommt oder ein gutes, das könnt ihr auch mal hochziehen, das könnt ihr auch mal nutzen, das ist ja auch mal für Raids oder so eine richtig gute Sache, deswegen nehme ich da immer ein Lucky mit und normale. Aber mal ernsthaft, was bringt es euch jetzt, wenn ihr ein Inneko habt, das wird ein 100% Lucky, ihr entwickelt das, ihr macht doch mit der Weiterentwicklung eh nichts. Aber egal, bei Giratina war es auch so, nimmt man natürlich ein Lucky Shiny mit, man nimmt ein normales Shiny mit. Dann haben wir Cresselia, dann nehmen wir ein Lucky Shiny mit, dann nehmen wir ein normales mit. Ist auch schön, wie der Hintergrund eben anders ist. Das habe ich auch Triple H genannt, weil das für die Hyperliga sein könnte. Habe ich aber nicht gepusht, habe ich auch keine zweite Attacke drauf. Weil ich komme mit dem anderen Team, was ich so habe, eigentlich ganz gut zurecht. Und dann haben wir noch ein Shiny Darkrai. Das gehört, glaube ich, noch dazu. Und das gibt es ja leider nicht als Lucky, weil ihr könnt das ja nicht traden, weil das ein mystisches Pokémon ist. Wie das funktionieren soll, auch mit Celebi, auch mit Mew, dass man da den Lucky-Eintrag bekommt, ob das überhaupt möglich ist, wie die das machen, dass die da Shiny einführen bei Celebi und Mew zum Beispiel. Bei Darkrai, das war zwar ein mysteriöses, was aber im Raid kam und man einfach dann raiden konnte, aber wie wollen sie ein Shiny Mew einführen? Wenn ihr nur eins im ganzen Spiel bekommen konntet, aus der Forschung, aus der Spezialforschung und dann, wo kommt der Rest her? Wie gibt es irgendwann Shiny Mew? Das wäre auf jeden Fall sehr interessant. Das war es aber jetzt von meiner Seite aus, denn die Einhall-Region ist noch übrig. Das ist dann ein kürzeres Video. Da gibt es noch nicht so viele Shinies, die released werden. Da können wir aber die anderen, die sich zwischendurch noch angesammelt haben, vielleicht auch entwickeln. Schreibt ihr mal rein. Habt ihr auch alle von der Sinnoh-Region? Oder welche fehlen euch noch von der Sinnoh-Region? Oder welches ist euer Lieblings-Shiny aus der Sinnoh-Region? Das würde mich natürlich brennend interessieren. Ansonsten war es das, wie gesagt, von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.